Moin zusammen, willkommen zurück zu Arma 3 Altes Live. Mal wieder zusammen mit Mario und Wargrave. Moin! Hallo! Ja, wie immer. Auf jeden Fall, wir hatten ja letzte Folge hatten wir einen Server-Restart direkt in 5 Minuten, deswegen haben wir schnell aufgehört. Und wir waren auf dem Weg Richtung. Was machen wir nochmal? Gold! Genau, Gold. Warte, ich schau mal eben, wo wir her müssen. Ja, ich bremse. Alles klar. Ich glaube, ich habe es mir gemerkt. Dann ist ja gut. Hier geradeaus. Und dann müssen wir gleich irgendwann links. Internationale Interpol hat eine internationale Drogenbande aufgehoben. Oder ausgehoben. Ausgeheben? Ausgehoben? Ich kann es nicht lesen, es ist so klein. Ausgehoben. Ah, okay. Gehoben aus. Ich will auch eine Drogenbande werden. Warum sind wir keine Drogenbande? Kommt nur. Oh, 120 km/h, 130. Ja, nee, ich bleib bei 110. 140. 150. Okay, ich sollte mal bremsen. Ja. Hier ist eine Kurve. Hier kommt gleich, da hinten kommt auch eine scharfe Kurve noch. Jetzt danach. Ja. Okay, ich weiß nicht, wo wir her müssen. Wartet. Mit Steinen. Okay, ich bin falsch. Wir müssen da rechts rein jetzt. Okay, ich warte hier. Passt auf, ich bleib stehen. Wargrave kommt voll angeheizt. Ich bleib stehen. Ich bin am Stehen. Ich nehme langsam wieder Fahrt auf. Ich musste erstmal gerade ausfahren, weil wenn ich nach links gefahren wäre, wäre es in den Stein gefahren. Das wolltest du nicht. Nein. Warum nicht? Kann ich ja nicht verstehen. Oh, ich habe meinen Stripper gerade bekommen. Oh ja, ich auch. Ich hol dich auf, ich bekomme auch schon fast so viel wie du. Wenn nicht sogar mehr. Weil da steht ja nur das offizielle Gehalt. Ich weiß jetzt nicht, ja doch, wir sind hier richtig. Ja. Gold, Gold, Gold. Was steht denn da um auch im Busch? Aber wenn sich das dann nie lohnt, da fress ich ein Besen. Ja, es sollte sich schon lohnen. Also ich meine, wir könnten es ja eigentlich ausrechnen. Ist ja nicht so, dass wir uns überraschen müssen. Aber ich meine, die Lizenz hat 90.000 oder 80.000 gekostet, dann sollte es schon... 90.000 hat die gekostet. Ja, schon 4.000 pro Stück geben. Oh, nicht ins Wasser bitte, nicht ins Wasser bitte. Ich schleudere. Nicht kurz Peter. Vorm Gold. Ich freue mich schon, den Weg zurückzufahren. Oh ja. Ich bin da. Ich park hier. Oh, ich park hier. Warte noch auf Wargrave. Ja. Der fährt einfach geradeaus durch. Oh, jetzt habe ich erst abgeschlossen. Ich habe eine Glatze. Mit Steuerung kannst du auch Pickaxen. Pickaxen? Okay. Yes. Oh ja, tatsächlich. Krass. Ich glaube, du kannst es. Kannst es sogar gedrückt halten. Dann brauchst du gar nichts drücken. Einfach nur gedrückt halten. Also meiner hört gar nicht mehr auf. Ach so, ja, vielleicht muss man es gar nicht gedrückt halten. Ich lasse es aber lieber gedrückt gehalten. Aber viel Gold kriegt man nicht mit. Also es lohnt sich nicht so viel. Ich bin gleich schon voll, oder? Ich scheine sogar schon voll zu sein, weil der macht nichts mehr. Nee. Hallo, mach was. Arsch, Vieh. Hä? Wie hab ich jetzt das angestellt? Da muss ich mal, mein Inventar ist voll. Tö. Ja. Das Fragst ist ja mal. Ich weiß jetzt aber nie, wie ich das gemacht habe. Du Mogels, deswegen wurdest du gebannt. Walker wurde nämlich gebannt. Als ihr das nicht bemerkt habt, weil er angeblich Hacker-Software benutzt und jetzt haben wir den Beweis. Olli ist ein blöder Hacker. Oh, ohne Scheiß, ich habe 60 FPS. Das ist ein Traum. So. Oh, was für eine Landschaft. Ja, ne? Hey. Wie habe ich denn das gemacht, dass es voll war? Das passiert, wenn du ganz viel Alkohol trinkst. Das darfst du aber eigentlich erst ab 18. In manchen Ländern ab 21. Und bei manchen sogar schon ab 16. In meinem Land dürfen das alle schon, egal wie alt.
Ich sehe das nicht so schlimm. Sammel. Arschvieh. Hört sich so hohl an, das Gold. Ist bestimmt nicht echt. Ja. Oh, man kriegt hier fast gar nichts. Ich hab jetzt 14 Gold und ich bin voll. Glaube ich. Hoffst du? Ja, 14 Gold und ich bin voll. Okay. So, 14 verstauen. Das ist mein Winter voll. Halt, hör auf zu sammeln, dein Inventar ist voll. Arsch! Dein Inventar ist voll! Ich kann immer 20 verstauen. So. Was kannst du, was? Ich konnte immer 20 tragen im Rucksack. Und jetzt habe ich 26 im Auto und ist voll. Okay. Ich habe noch 2 Repair Kits, die sollte ich mal vielleicht. Okay, das kann sein. Im Rucksack tun vielleicht. Damit die da nichts verschwenden. Ja, die nehmen voll viel Platz weg. 33. Vielleicht kann man mit der Kiste. Mit der Kiste Sachen in die Kiste reintun und die Kiste im Rucksack reintun, damit es da nicht verschwendet wird. Ja, aber wie tust du was in die Kiste rein? Mit Z und dann, Reinziehen oder so? Nee, bei Z und dann. Was stand da noch? Geben. Warte. Oder in. Nee. Nee, bei Einpacken. Oh ja, richtig, einpacken wahrscheinlich. Wer verbraucht das dann weniger? Diese eingepackten Gegenstände kannst du sicher in deinem Auto, Haus oder Inventar verstauen. Im Inventar, siehst du? Im Inventar, also tatsächlich. Dann kann man quasi im Rucksack auch nochmal den zweiten Rucksackplatz. Nicht das Set-Inventar, sondern den normalen Inventar. Voll mit Gegenständen machen. Krass. Also Mist. Jetzt? Du hast eine Kiste, Olli, ne? Ja. Dann erzählen wir es dir nicht. Du kannst Sachen einpacken. Und die dann in deinen zweiten Rucksackfach reintun. Da, wo sonst immer das Repair-Kit und sowas drin ist. Und die Waffen. Aber ich hab da jetzt eine Kiste in meinem normalen Rucksack, im Z-Menü. Genau, und wenn jetzt musst du da irgendwie, kannst du da jetzt zum Beispiel das Gold in die Kiste reintun. Ein bisschen zumindest. Was ist das? Ja, irgendwie mit einpacken auf Z. Und dann irgendwie steht da unten ihr einpacken, ne? Ah. Und dann kannst du das da irgendwie einpacken und das Eingepackte kannst du dann in deinen anderen Rucksack reintun. Und wieder mehr mit Gold sammeln. So, wir überfallen jetzt schnell Olli und dann tun wir die Kiste klar. Halbe, halbe. Ja? Okay. Ja. Okay. Ja. So, Olli, du bist tot. Hier, ich ras dich um. Aber ich kann kein Gold, ich kann nur erste Hilfe kasten. Gorilla-Kittel, was ist das? Einpacken. Okay, nein. Dann geht das dann doch nicht. Dann haben wir dich angelogen. Jetzt bin ich nackt. Sexy. Seht mal hier. Welche Marke ist das denn? Machst du Schleichwerbung hier? Ja. Welche machen wir denn? Was ist das denn? Oh, No Name ist von Kick. Polizei rufen. Aber meine Kiste ist jetzt weg. Na, hast du sie verbraucht? Dadurch. Ja, die kann man doch nicht verbrauchen. Ja, wer weiß, was Olli damit gemacht hat. Das behalte ich für mich. Ich bin voll. Ich auch. Ihr Hacker. Ihr hackende Hacker. Also 45 Gold habe ich insgesamt. Ich habe 46, meine ich. Ist das eine 6? Ja, ich glaube schon. Wie hast du das angestellt? Weiß nicht, ich habe 26 im Auto. Du auch, ne? Genau passend. 25? Dann ist das wahrscheinlich einfach nur meine verbackte. Wie gesagt, es ist ganz kleine Schrift. Ich kann nicht sehen, ob das eine 5 ist, aber ich meine, es ist eine 6. 125 von 125 habe ich voll. Ja, ist auch. Ja, dann habe ich doch 25. Man sieht's bloß nicht. Ist alles aber so. Fragt mich nicht, wie ich mein Inventar so schnell voll kriegen konnte. Geschummelt. Es fährt ja schon wieder alleine zuerst los und. Na, wer stirbt nein, jetzt? Ich drehe. Ah. So, ja, ich bin noch nicht voll. Warum ein nicht? Brauche ich nur noch. 100.000. Fliegt eine Motte lang. Eklerin. Die Wiener hat Philipp einen Strafzettel von 100.000 gegeben. Oh. Die Wiener, Divine oder. Ja, Divine.
oder Divine, war der auch, der uns hinterfragt hat, ob wir den Dieb gesehen hätten. Ja, war der das? Mhm, ich meine. Krasser Typ. War der, ja. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Wir müssen nur noch in unsere Autos. Echt? Ja. Wo ist denn der Goldfarbe? Wo ist der denn? Würde ich zumindest sagen. Gute Frage, nächste Frage. Ja, ne? Mhm. Wer sucht, der findet. Goldmine. Wie macht man hier das Radio an? Hat man noch dieselben Sandalen an? Kupferhändler. Ich finde den Typ nicht. Ja. Wie creepy ist das denn? Ich sehe voll hässlich aus. Wer sucht, der findet. Ups. Ja, dann such mal. Ach, bist du immer noch nicht fertig, Sally? Was machst du denn da mit deinem Auto? Ich such zwischendurch noch. Ach so. Warum machst du das? Ich hab keinen Plan, wo der ist. Der Goldverarbeiter. Der ist. Ich kann es euch direkt sagen. Er ist. Ich weiß es. Ist das der Schmied? Ja. Zufällig, der Silber- und Goldschmied? Ja. Okay. Vermutes Mal. Oh, der ist ja... Was ist das denn? Das kann doch nicht sein. Der ist wieder ganz in Kavala. Ja, und nach Kavala müssen wir ja dann zum Edelmetallhändler, oder? Oh ja, tatsächlich, glaube ich, ne? Ja, ne? Der ist ja am Marktplatz. Der ist ja direkt am Marktplatz. Ja. Oder ein Goldhändler gibt's nicht, ne? Schon geguckt? Nee, das ist Wüste. Metall- und Kupferhändler? Macht das was nicht, ne? Ja, dann. Wo ist jetzt die Verarbeitung? Ihr wollt mich doch verarschen. Über Kavala, an der Tankstelle, da wo wir auch das Sand, quasi das Glas abgegeben haben, so ungefähr. Glashändler? Ah, Metall und... Nee, das ist Metall- und Kupferhändler. Nein. Nee, warte mal. Ich war falsch, ne? Oh ja. Nein, du warst richtig. Etwas weiter drüber. Hä? Bei Ölverarbeiter. Da hast du Silber und Goldschmied. Also Gold kannst du nie lesen, weil das über einen Ölverarbeiter genau. Hängt. Ach, da. Genau. Ah, sag das doch. Du hast es erfasst. Haben wir dir seit 5 Stunden gerade erklärt. Ja, wenn nicht sogar länger. So, wie viel habt ihr jetzt insgesamt? Ich habe 45 Golderz. Richtig, das haben wir auch. Gut. Das freut mich. Ja? Ehrlich? Nein. So. Möchten wir dann schon losfahren, oder? Ja, ein bisschen können wir noch losfahren. Okay. Aber nur ein bisschen. So, das war's. So, bis zum nächsten Teil. Nee. Müssen wir voll ausnutzen. Nein, weil... Bin bald da. Nein. Oh. Weil für die Zuschauer, hatte ich ja schon mal angesprochen, ich bin ja im Urlaub. Und da wir das natürlich alles vorher aufnehmen, und ich nur noch 3 Tage Zeit habe zum Hochladen und ich eine Drecksverbindung habe, brauche ich für ein Video hochzuladen knapp 3 Stunden, sage ich jetzt mal. Schlimm. Und da ich 2 Wochen weg bin, sind das, sagen wir mal, 14 Aufnahmen plus minus 4, 5. Sagen wir mal 19 Aufnahmen und das dann hochzuladen. Viel Spaß! Bei mir geht's schneller. Ja, ich habe auch schon so überlegt, dass ich das alles schön fertig mache für Mario, auf eine Festplatte packe, ihm die Festplatte vorbeibringe, ihm ein Passwort gebe, dann kann er das für mich hochladen. Mhm. Aber ich bremse. Vorsicht. Ja, okay. Ich war relativ nah bei dir. Aber ja, passt. Ich habe extra nach hinten geguckt. Ich will mal kurz gucken, wo wir überhaupt sind. Siehst du, weil wir sind nämlich zu weit gefahren. Oh. Wir müssen da rechts rein, da wo Wargrave jetzt ist. Aber was wolltest du jetzt sagen? Er hat die Parts fertig gemacht und hat überlegt. Ja, wie gesagt, das dauert halt lange, ne? Genau. Und warte, ich habe schon wieder vergessen, wo wir her müssen. Nein, hier. Okay. Schon gut. Glaubst du? Ich glaube schon.
Ja, müsste richtig sein. Okay. Sie suchen noch Sanitäter. Wer möchte Sanitäter werden? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich eigne mich dazu nicht. Ich kann Leute wohl töten oder verletzen. Aber heilen? Wir müssen jetzt rechts aufpassen. Okay. Oh, und da ist ein Zaun. Man kann also nicht einfach so rüber. Schade. Richtig. Den anderen Zaun hatte ich gar nicht gesehen. Wir bleiben auf unserem alten Platz stehen. Ja. Dann beenden wir mal die Folge. Ne? Ja. Und zwar hier so. Wo können die Leute denn sehen, wie die Türkei aussieht bei dir, Sally? Gar nicht. Die müssen da selber hinfahren. Nein. Wir können, bei Instagram könnt ihr gucken. Oh, da ist ich auch. Das ist gerade. Da könnt ihr mich natürlich auch folgen. Ich weiß gar nicht, wie das bei Instagram heißt. Folgen oder so. Da werde ich ein paar schöne Bildchen posten. So Nacktfotos. Ja. Und so. Nein. Auf jeden Fall, da könnt ihr mir folgen. Und auf jeden Fall war es das erstmal für heute, für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Nicht nur bei mir, sondern auch bei den anderen beiden. Sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt, wie immer, logischerweise. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye.